Hallo und herzlich willkommen hier bei Dwarf Fortress. Eine Siege hat begonnen. Wir werden angegriffen von einer bösen Macht der Dunkelheit. Hier unten sehen wir schon den ersten Goblin-Trupp. Normale Goblins mit einem Reittier als Anführer wahrscheinlich. Ein Goblin-Spearman, ne, kein Leader. Aber trotzdem, jetzt kommt nämlich das große Problem, das ich ja vielleicht schon mal erwähnt habe. Wir haben hier eine Lücke, beziehungsweise keine Lücke, aber... Warum ist denn hier ein grünes X? So. Und mich hat hier wegen der Türkin gerade aufgucken, deswegen... ja, auf jeden Fall. Dieser Bereich hier, da kann man sehr leicht rein. Und hier unten sogar noch leichter. Aber beides würde nicht... keinen Angriff aushalten. Ich hoffe halt, dass man da hinten nicht so runterkommt jetzt. Ich sehe hier zumindest keine Rampe. Man müsste halt hier hinkommen, um da hinzukommen. Dann müssten die Mauer kaputt haben. Weiß ich nicht, ob die das tun. Werden wir dann sehen. Ansonsten ist hier unser einziger Eingang. Und ich könnte das jetzt hier schnell stoppen, indem ich die Zugbrücke hochziehe. Aber als allererstes werden wir einen Alarm ausrufen. Und zwar diesmal den inneren Bunker, nicht den gelben Alarm. Denn diesmal ist es ernst. Es wird ganz schön hart werden. Und einige Zwerge werden sterben. Denn ich habe gesehen, hier irgendwo rennt hier schon einer draußen rum. Wahrscheinlich gerade noch mal eben was geholt, der Liebe. Locum Ustilda, ein Hauler. Ah, der gibt irgendwem Wasser. Wahrscheinlich einem Gefangenen. Ein Krankenhaus liegt keiner. Ne, dann ein Gefangenen. Ja, nur den Troll gefangen und den gestorbenen Truthahn. Ja, wollen wir weiterlaufen lassen. Soll ich die Zugbrücke hochziehen? Ich glaube, den ersten Trupp lasse ich auf jeden Fall mal rein. Aber was wir auch gleich machen ist... unser Squad positionieren, und zwar das konstruktive System. Das muss mal eben in unsere Schießschadenkammer. Die anderen lasse ich nochmal zurück. Die rufen wir, oder na, die positionieren wir schon mal. Ich denke, hier wird es nicht lange dauern, bis es hier gleich losgeht. Die hole ich aber etwas weiter nach hinten, nicht, dass die jetzt anfangen dahin zu rennen. Die sollen hier als letzte Dings hier, wie nennt man das? Als letzte Bastion hier hinten warten. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was kommt. Wir haben uns bis jetzt viel getraut, sind dabei kräftig auf die Nase gefallen. Warum sollen wir das nicht weitermachen? So, oh, sie warten noch. Ich bin gespannt, ich hätte auch mal eben... Jetzt kommen natürlich die ganzen Fehlermeldungen, das ist aber nicht so weiter schlimm. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir noch mehr Angriffskräfte hier sehen. Die sind meistens irgendwo am Rand. Und ich sehe aber nichts, nein. Ich glaube, im Moment ist nur der erste da, das heißt aber nichts, da kommen vielleicht noch welche. Ja, wir müssen erstmal... Na gut. Okay, alles begibt sich auf Position. Ich hoffe, die haben genug Bolzen bei. Das hätte ich nochmal eben in der Einstellung... Oh nein, wo gehen die hin? Das gefällt mir gar nicht. Die gehen nach oben. Ach, die jagen den. Okay. Alles klar, hier wird abgelenkt. Und... Da ist ein Zwerg gestorben. Und jetzt geht's los. Da kommt der nächste Trupp schon. Ihr wisst, was das heißt hier. Wir werden ganz dringend... Weil die trauen sich nicht rein. Wo gehen sie jetzt hin? Ist da noch ein Zwerg draußen? Nur eigentlich nicht. Die... Was haben sie denn da? Die Ratte gejagt? War das eine Haustierratte? Ein Hase war es. Naja. Nicht so tierfreundlich, die Goblins. Aber es kommt noch keiner rein. Und ich sehe auch noch keine Trolle. Floodgates. Sollten wir das hintere zuziehen?
Irgendwie steht unser Trupp da gerade. Ach, die sind schon wieder schlecht drauf da hinten. Kann ich fast nicht benutzen, die beiden. So, ich werde die mal ein bisschen weiter nach hinten ziehen, damit die gleich nicht von dem Floodgate totgedrückt werden. Du will. Ach so, ja. Moment. Habe ich mich jetzt verdrückt? B, M. Ihr müsst natürlich da drin bleiben. Ja. Ihr sollt ja hier schießen. A, M. Nach hier. C, M. Die kann ich eigentlich auch genauso gut nicht platzieren. Die sind eh nicht ausgerüstet und haben schlechte Laune. Warten wir mal eben, bis die hinten sind. Bis die Schützen positioniert sind. Und jetzt geht's, glaube ich, sofort los. Ich hoffe, sie laufen möglichst... Ah, schaut mal, da wird schon geschossen hier. Oh, das treibt sie direkt zurück. Sie formatieren sich neu. Sammeln sich da nochmal. Wir haben irgendwie auf jeden Fall schon mal gut getroffen. Was macht er? Ach, die Farbe von den X'en. Die mal wieder auswendig lernen. Das ist auf jeden Fall der... Ach, der ist bewusstlos. Okay. Aber ein guter Treffer. Okay. Nicht schlecht. Floodgates lassen wir nach oben. Und da kommt die nächste Welle. Versuchen es langsam. Das Eulending nach vorne. Und der erste Goblin in der Falle. Rest zieht sie zurück. Die gehen ziemlich lustig vor. Was machen sie jetzt? Klettern hier ein bisschen rum. Da sind aber nur zwei Trupps irgendwie. Das macht und beunruhigt mich. Normal sind es... Ich kenne es zumindest, sagen wir mal, nur so, dass es mehr sind. Da sind sie auch nicht mehr so ganz sicher, was sie überhaupt hier tun sollen, glaube ich. Töten aber viel Viehzeug für uns, das wir nachher essen können. Also wenn da jetzt nicht mehr kommen, dann werde ich die Squads hier schon mal nach Hause schicken. Zumindest schon mal die mit schlechter Laune. Bei den anderen geht es auch nicht mehr so gut. Müssen wir nochmal gleich ein bisschen einstellen. Aber, jetzt warten wir erstmal, dass die hier rumtänzeln. Komm, rennt noch ein bisschen weiter rein wenigstens. Ich hole noch ein paar mehr Gefangene. Also mit den Schützen funktioniert super. Das ist eine super Sache. Das hält die hier ziemlich zurück und ja, scheint die auch ganz schön zu mindern hier. Da ist schon wieder einer bewusstlos. Ich hoffe, irgendwo noch ein Bolzen bei. Nichts eingestellt. Müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, standardmäßig sind schon 50. Also ein paar Schuss haben sie. Jetzt anscheinend nicht mehr. Aber der Rest rennt in die Fallen. Einige warten. Vielleicht können die mittlerweile rausholen, das wäre schlecht. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt was überlegen, was wir mit denen machen wollen. Hatte ich da nicht schon was angefangen? Ich bin mir nicht so sicher. Ich schau mal eben hier ins Nachrichtenfenster. Ein Beekeeper ist seit einer Woche verschwunden. Beekeeper? Hier sehe ich nur den Troll. Hier ist alles ruhig. Also wir kommen hier anscheinend nicht rein, weil hier einfach keine Rampe ist, um runterzukommen. Hier haben wir Gott sei Dank den Abgrund glatt gemacht, wo die Tür ist. Das heißt, hier können einfach nur Flieger rein. Weil die Rampen, um da reinzukommen, da sind. Das bedeutet auch, dass wir hier schön unsere Bienenkörbe hinstellen wollen, die ich noch aufstellen wollte. Aber egal, gucken wir mal weiter. Was wird hier getan? Vier Goblins haben wir schon mal. Ah, da wird wieder geschossen. Die kriegen auch langsam Hunger und Durst. Die werde ich nicht mehr lange da stehen lassen können. Da ist eine Falle blutig. Ich überlege, die schon zurückzuholen. Also solange die Laune nicht... Obwohl, die Laune runtergehen lassen, wäre vielleicht auch eine schlechte Idee. Durstig, durstig, hungrig. Bis jetzt sind alle nur durstig oder hungrig. Dann können wir noch warten, bis sie beides sind. Das sind ja unsere
Männer hier. Was macht er da? Er gehört nicht dazu. Schumbock, hungrig, durstig, unhappy. Auch zurück dann. Genieß es. Dich brauchen wir nicht. Geh weg. Bring dich hier jetzt nicht um, nur weil du schlecht drauf bist. Wir warten ab. Der nächste rennt rein. Okay, das mit dem längeren Weg, das scheint immer noch sehr gut zu funktionieren. Wobei ich da unten schon sehe, da bilden sich 4 Pilze. Die müssen wir bald mal über Straßen, wenn oben die Straße fertig ist. Boah, ich bin ja ehrlich gesagt jetzt richtig erleichtert. Da ist der Beekeeper. Dass es jetzt tatsächlich nur 2 Goblin-Trupps sind und nicht die großen Viecher herankommen. Denn wie gesagt, ich hatte so eine Belagerung noch nicht. Zumindest so eine riesige. Und, oder sagen wir mal, ich habe sie noch nicht hingekriegt, ohne da unnötig viel bei zu verlieren. So, was liegt hier? Da ist der Beekeeper. Der war wohl draußen, gerade Bienen sammeln. Warum das nicht drin tut, weiß ich auch nicht. Aber egal. Ihr braucht jetzt nichts tragen, wartet einfach. Einfach abwarten. Gleich haben wir es geschafft. 3 Stück noch. So, ich denke, ich werde unsere Schützen jetzt nach Hause schicken. Die wechseln sich da zwar schön ab gerade. Ah, ich könnte das mal eben umstellen. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Oh, Tatüter da in der Nachbarschaft. Hier gibt es anscheinend auch eine Belagerung. Da ist einer aus der Silbergarde raus. Wer fehlt denn da? Habe ich den Namen vergessen? Oder ist der wieder hier drin? Haben wir den vielleicht irgendwo anders zuge... Die habe ich alle Warrior genannt, ne? Zugeordnet. Ah, jetzt nicht ablenken lassen, den suchen wir nachher. Machen wir jetzt im Moment ja nicht. Ich wollte das einstellen, wie viel von unserem konstruktiven System da sein müssen. Das ging, ich meine, in der Schedule. Und zwar Train Minimum 8. Überall Minimum 8. Ich weiß allerdings nicht, ob das ist jetzt nur... Ich mache das mal runter auf 7. Ich glaube aber, das ist für... Also nicht dafür, sondern halt fürs Training dann. Achso, ich bin hier auch da. Da sind sogar immer 10 eingetragen. Na, dann machen wir hier doch auch. Und die dritten auch. Inaktiv zivilisiert. Warum haben die denn Sith Clothes an? Die sollen natürlich alle... Kann man das nicht für alle einstellen? Nee. Die können ruhig ihre Klamotten anhalten, finde ich. So. Okay. Ist das denn jetzt das, was ich suche? Cancel Move Station können wir hier einstellen. Oder unter Positions vielleicht. Nein. Da sind wir gerade. Munition. Equip Uniformen. Ne, ich glaube, das müsste es wahrscheinlich. Ich denke mal, das ist es. Aber ich glaube, ich schicke die jetzt auch nach Hause. Ich denke nicht, dass die noch so weit kommen. Dann ruht euch lieber aus. Und seid bei der nächsten Belagerung fit. Aber ich glaube, das war auch zumindest gutes Training. Ne? Das funktioniert mit echten Gegnern, funktioniert das Training natürlich immer besser. Auch in Dwarf Fortress. Oder in echten Kampfsituationen ist, glaube ich, entscheidend gar nicht, dass die Gegner so echt sind. Und dann müssten wir nochmal eben gucken. Den Alarm kann ich leider noch nicht aufheben. Hier sind schon wieder ganz viele tolle Nachrichten angekommen, aber alle nur über die... Na... Anklicken.
Über die Armeetypen, die sich jetzt gerade wieder in Zivilisten verwandeln. Ja, zwei Leute noch. Das, da ist auch irgendwo der Elchvogel dabei. Ich würde die Käfige gerne leer machen. Ich meine, zumindest hatte ich mir schon mal einen Ort ausgesucht, oder? Wo ich das machen wollte. Genau da. Das ist aber noch nicht fertig. Da machen wir eine kleine Todesgrube rein. Aber wo Todesgrube, wie sieht unser Abgrund aus? Ist das noch von letztes Mal? Ich hoffe, es ist noch von letztes Mal. Sieht sehr schmierig aus. Was haben wir hier noch? Ragnar, ja, das ist von letztes Mal. Der Troll, den. Gigantische Ratte. Den Troll, den Schumbock mit einem Hieb getötet hat. Die werden wir nie vergessen. Was für eine heldenhafte Tat. Okay, ein Goblin noch. Dann werden wir nochmal die Miner ein bisschen befreien von Aufgaben, sodass die hier schön gleich unsere Todesgrube machen können. Dann brauchen wir auch noch neue Waffen und sowas für Fallen. Weil das Runterschmeißen klappt halt nicht so super. Die federn sich gegenseitig ab. Goblins sind halt weich, wenn die einmal zermatscht wurden. Ist leider so. Und deswegen brauchen wir noch ein paar Kupfer. Ne, Kupfer nicht. Was hatten wir? Iron? Mal eben gleich in den Vorrat gucken. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welche Metalle wir über hatten. Metalle. Ach so, brauche ich ja gar nicht hier so. Ich habe ja diese tolle Enhance You Bars. So, wir haben 120. Oh, Kupfereisen. Können wir beides benutzen. Silber haben wir auch ein paar. Stahl gar nicht. Stahl müssen wir noch, was heißt J? J ist in Job, okay. Ja, dann machen wir doch einfach Kupfersachen. Kupfer. Wir brauchen, machen wir Speere. 10. Charcoal. 30. Und was ist denn noch schön zum Kaputthauen? Battle-Äxte. 10. Wie sieht es sonst hier so aus? Eigentlich ganz okay. Ne? Haben wir gerade ein Mandat? Wenn wir gerade schon mal gucken. Oh ja, wir haben tatsächlich ein Magnat. Und der Captain der Wache braucht einen Raum noch. Da müssen wir noch mal gucken. Mandat ist Picks. 3 Stück. 3 Picks. Das machen wir auch. Kuhpick. Da machen wir Iron. Und die machen wir ganz nach oben. So, dann können wir auch die Charcoal noch mal nach oben machen. So. So, wie sieht es mittlerweile aus? Alle Goblins sind drin. Dann wisst ihr, was ich dann jetzt mache. Dann hebe ich den Alarm auf. Ziehe aber auch die Zugbrücke noch mal eben schnell. Was könnte sein, dass wir tatsächlich noch ein paar Gegner übersehen haben, wobei die mittlerweile auch schon hätten ankommen sollen. Aber sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So, Alarm aus. Inaktiv. Inaktiv. Die können nach Hause, die sind nach Hause. Okay. Können die weiter trainieren. Ja gut, dann räumt erstmal in der Basis auf. Würde ich sagen, da unten die... Nehmen, holen wir erstmal die Leichen unten. Dann schauen wir auch mal, dass wir ein paar Särge noch dazu tun. Und dann müsste ich mir auch mal gucken, was ich für Namen nochmal neu verteilen muss. Ragnar und Tulsa waren es auf jeden Fall, meine ich. Schauen wir kurz hier in die... Hier ist noch Platz, muss aber auch eingestellt werden noch. Machen wir das eben. B. Keine Pets. Keine Pets. Ach, das ist hier mit Dwarfhack auch standardmäßig eingestellt. Das ist doch schön.
So, haben wir eine Tome. Habe ich die eigentlich schon zugeteilt? Nein, die haben wir noch. Hat noch keinen Besitzer. Das ist der Hulk! Oh, da ist ja tatsächlich der Hulk. Warum ist denn der Hulk bei uns? Hat da wieder einer mit Gammastrahlen gespielt? Warum genau ist er grün? Moment, V. Inventar. Ach, der trägt eine Leiche. Interessant. Eine grüne Leiche. Doch, der Hulk. Er bringt sie zum Grab. Hier wird wieder kräftig trainiert und gebaut. Das Gefängnis sieht auch gut aus. Was war das? Ein Mandat wurde beendet. Aber das ist kein Grund zum Anhalten. Ein Dieb. Wo ist er? Ist das der da? Da hinten sehen wir ihn. Jetzt kommen die Kobolde wieder raus. Der wird sich hoffentlich jetzt direkt verziehen hier. Oh, er wird von allen Hunden angegriffen. Und aufgegessen. Nein. Warum ist da ein Hund auf einem selben Feld? Ich glaube, das passiert, wenn die sich festbeißen. Ui, liegt aber einiges rum. Oh, ein Hundeschwanz. Oh Mensch, der fiese Typ. Den mag ich jetzt nicht mehr. Aber ansonsten sehen wir hier, alles sind zwei Kobolde sogar. Linke, rechte Hände, Nasen, Füße. Was haben wir noch? Oberkörper, Augen, Zähne. Second right rear tooth. Also ganz genau, welche Zähne? Okay, ich glaube, wir schaffen es. Aber ein Hund hat seinen Schwanz verloren. Sowas Fieses. Menno. Also, dass die Kobold-Diebe kämpfen, habe ich auch noch nicht gesehen bisher. Das ist mir auch neu, dass das überhaupt geht. Also, dass sie das überhaupt manchmal machen. Und wie ist der reingekommen? Der muss sich hier drin irgendwo versteckt haben. Wir haben ja die Zugbrücke hoch. So, dann schauen wir mal nach den Rechten hier oben. Hatte ich schon... Wir könnten überhaupt mal ganz kurz die Küche überprüfen. Auch schon länger nicht mehr gemacht. Irgendwas verbrauche ich nämlich nicht. Genau, Pigtails, die können wir auch ruhig wieder brauen. Haben wir jetzt mittlerweile viel von. Und den können wir immer noch verkochen. Da haben wir noch genug. Honeybee Royal Jenny und Honig darf auch. Ja, auch gerne. Tallow nicht so. Das möchten wir nicht verkochen. Da haben wir auch sehr viele Eier. Warum? Ach, die wollte ich mal gucken, ob wir die so züchten können. Dann nehmen wir die, wo wir wenig von haben. Versuchen wir die mal zu züchten. So, Hundefleisch geht uns auch langsam aus. Vielleicht mal wieder ein bisschen schlachten. Es sind auch noch recht viele Hunde. Dann machen wir hier ein paar raus. Weiblich, weiblich, weiblich. Männlich müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da mindestens zwei haben. So, das ist ein bisschen... Warte, da war irgendwer... Moment mal eben. Da war irgendwer Haustier freigeschaltet und nicht interessiert. Ah, eine Katze. Ja. Könnte ich vielleicht auch mal eben durchgehen, ob wir hier vielleicht noch eine Katze haben, die weg muss. Oh, eine Stray Kitten. Oh, da bin ich auf B gekommen. Sowas aber auch. Okay. Das läuft. Jetzt haben wir hier gleich den ganzen Lagerplatz voller Goblins. Und draußen ist tiefster Winter. Waren unsere Zwerge eigentlich hier? Was haben wir denn im Moment? Hab ich das vergessen? Tatsächlich, die waren gar nicht hier, ne? Also entweder haben wir die verpasst, oder wir haben es vergessen, oder ich habe es vergessen, dass sie da waren. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ist aber nicht so wichtig. Im Moment kommen wir, glaube ich, ganz gut klar. So, ja, neue Kolonie geht gerade natürlich nicht. Ich muss gleich auch nochmal die Jobs überprüfen in der Pause. Da wir jetzt ja doch ein paar Zwerge verloren haben. So, ich denke, wir können uns trauen, die Tür wieder aufzumachen. Ich denke, da haben wir jetzt
lang genug gewartet. Wobei, so lang war es gar nicht. Aber da wird nichts mehr kommen. Können uns ja vielleicht nochmal eben umgucken. Aber wir haben ja auch Probleme mit den Bienen. Wir brauchen neue Bienen. Wie haben wir die denn eingestellt? Ich hatte doch was zum Splitten, oder? Ready to split. War alle sogar noch. Also sind alle auf... Ah, na, da. Eine zum Splitten. Die ist aber noch nicht fertig. Ja gut, müssen wir hier noch den Rest ausbuddeln. Warum sind unsere Miner eigentlich beschäftigt? Was war das hier geplant? Was habe ich hier geplant? Irgendein Lagerraum bestimmt. Fred von Phonitus? Oder ich wollte an den Sand. Kann auch sein, dass ich an den Sand wollte. Um damit mal was zu machen. Ansonsten dürfte Mining technisch, aber ja, hier gucken wir mal ein bisschen in die Gegend. Das gehört schon zu uns, sonst ist ja nicht mehr viel, ne? Ne? Das sollte Mining technisch schon alles gewesen sein. Gott, ich muss die Kinder da rausholen. Ich muss das hier auch mal zumachen. Ja, die holen jetzt da das ganze Zeug. Okay. Lassen wir das nochmal eben durchgehen. Und dann machen wir gleich dicht hier die Höhle. Erstmal. Wenn die Zwerge ordentlich bestattet sind, weil das ist halt auch wichtig. So, warum kannst du denn jetzt keinen Pfad finden? Jetzt müsste aber eigentlich gehen. Ihr dürft ja wieder nach draußen. Oder ist noch nicht betätigt? Doch, ist schon betätigt worden. Jetzt können wir auch die zwei Leichen draußen noch einsammeln und dann haben wir es wieder. Xaras Kobaltino enraged. Haben wir noch einen gefunden? Oder war das noch eine alte Meldung? So, neue Käfige werden auch gesetzt. Schön. Ja, das läuft ja. Haben wir die erste Belagerung ganz gut überstanden. Finde ich ja schön. Mal gucken, was uns als nächstes hier erwartet. Unsere 160 Zwerge, die hier jetzt sich wieder ein bisschen reduzieren, aber kommen bestimmt bald wieder Immigranten. Ansonsten müssen wir den Wert mal ein bisschen erhöhen, um mehr Leute anzulocken. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Ich verabschiede mich für diese Folge. Sage bis zum nächsten Mal. Euer Schumbock.